Regiosport wird Ihnen präsentiert von Traumelix, Dologel und Patch. Ihre Arzneimittel zur äusserlichen Behandlung von Schmerzen. Erhältlich in Ihrer Apotheke. Nur die beste Qualität. Von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu Kerle und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Brattelen. In der allerersten Ausgabe vom neuen Sendeformat Regiosport auf Regio TV Plus geht es um die 28-jährige Behindertensportlerin Romy Job aus Sissach. Sie leidet unter einem sogenannten offenen Rücken, ist auf den Rollstuhl angewiesen, fährt aber auf höchstem Niveau Snowboard. Sie ist Mitglied vom Schweizer Para-Snowboard-Team und startet Ende Februar an den Paralympics in Peking, also an den Olympischen Spielen für körperbehinderte Spitzensportler. Wer ist Romy Job? Ich bin eine junge, motivierte Frau, die gerne unterwegs ist, gerne neue Sachen ausprobiert und vor allem sehr gerne über sich herauswächst. Im Moment habe ich gerade eine mega spannende Zeit. Ich habe Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung gelernt und in einem Fitnessstudio geschafft. Im Moment darf ich aber auch immer wieder Botschafter-Einsätze machen, gerade bei Plussport, bei Inklusionsprojekten, wo ich mit an die Schule gehen kann und dort anderen Kindern und Jugendlichen zeigen, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben und wie man dort auch Inklusion in den Sportunterricht hineinbringen kann. Und gebe einfach noch ein paar wenige Stunden. Aber mein Fokus ist im Moment schon sehr auf dem Sport. Die bereits erwähnte Kombination Rollstuhl und Snowboard, wie geht das? Ich bin sehr froh, dass es geht. Es ist so, dass ich zwar einen grossen Teil des Alltags im Rollstuhl verbringe, aber auch kurze Strecken kann laufen. Ich tue extrem viel kompensieren mit meiner vorderen Oberschenkelmuskulatur und mit meinem Rumpf. Die Hinterkette ist eher schwach, also der untere Rücken, Gesäß und die Beinmuskulatur hinterdurch sind eher schwach. Und vom Knie abwärts ist weniger vorhanden. Dort habe ich viel, viel mehr Mühe. Beim Snowboarden kann ich gut mit einem Snowboardschuh mir die Stabilität geben, die ich von unten her nicht aufbringen kann. Gleichzeitig habe ich eine Bindung, die relativ stark hebt und auch sehr direkt ist. Durch das kann ich mich wie auf dem Brett so ein bisschen in die Schuhe und in die Bindung hineinhängen und kann ganz viel mit dieser Muskulatur, die gut schafft, abdecken. Und darum ist es zum Glück, trotzdem, dass man mich teilweise im Rollstuhl sieht, auch möglich, dass man mich auf dem Snowboard antrifft. Ein offener Rücken ist eine teilweise Querschnittlähmung aufgrund von einer Fehlbildung von der Wirbelsäule und vom Rückenmark. Das heisst, einige Nerven sind verletzt. Man kann es ein bisschen vergleichen mit einer inkompletten Querschnittlähmung, weil einfach die Nerven verletzt sind, aber nicht ganz durchtrennt. Sie kommt aus einer sehr sportlichen Familie. Warum gerade Snowboarden? Ich habe die Kombination extrem gerne, in den Bergen zu sein, von außen zu sein. Die Kombination auf dem Brett zu stehen, die Freiheit, auch die Geschwindigkeit, die Kombination von allem gefällt mir mega gut. Ein gewisses Risiko durch ihren Sport nimmt sie in Kauf. Das, was ich dazu gewinne, auch muskulär, ist so viel höher oder so viel grösser als das, was ich bei einem Sturz vielleicht verlieren kann. Von dem her steht es für mich nicht im Verhältnis. Ich gewinne so viel dazu. Romy Job trainiert täglich. Was sind Ihre Ziele als Spitzensportlerin? Ich möchte natürlich einerseits immer wieder neu über mich herauswachsen und mich so viel wie möglich aus meinem Körper herausholen. Ich möchte aber auch gerne der Welt zeigen, dass es auch mit Einschränkungen möglich ist, der eigenen Leidenschaft nachzugehen und auch Lösungen zu finden, wenn etwas nicht funktioniert. Romy Job hat übrigens einen eigenen Förderverein. Mehr dazu auf ihrer Webseite.
Die Reaktionen, wenn sie in einem Skigebiet quasi vom Rollstuhl aufs Snowboard umsteigt, die sind sehr unterschiedlich. Ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, dass die Leute wirklich sehr irritiert waren und auch zusammen getuschelt haben. Natürlich sieht man von meiner Bewegung her, auch wenn ich aufstand und wenn ich mich bei jemandem einhänge und laufe, dass meine Bewegungen, dass ich Schwierigkeiten habe, mich vorzubewegen. Aber natürlich ist der Kontrast extrem. Und gerade am Anfang hatte ich ein-, zweimal die Situation, dass ich auch zu Leuten hingegangen bin und meine Situation ihnen erklärt habe, weil ich gemerkt habe, dass sie es nicht verstünden und vielleicht schon fast ein bisschen genervt waren ab der Situation, einfach weil sie nicht dahinter gesehen haben. Und so Begegnungen finde ich sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig. Auch, dass in der Gesellschaft das mehr und mehr gelehrt wird, dass es nicht nur Rollstuhl gleich Rollstuhl, gehend gleichgehend, sondern dass es da auch noch ein Spektrum dazwischen gibt und das aber auch ehrlich ist. Jetzt wird also Ihre richtig spürbare positive Einstellung und Ihre Energie belohnt mit der Nominierung für die Paralympics Ende Februar in Peking. Regiosport bleibt dran. Regiosport ist Ihnen präsentiert worden von Traumalix, Dolo-Gel und Patch. Ihre Arzneimittel zur äusserlichen Behandlung von Schmerzen. Erhältlich in Ihrer Apotheke. Nur die beste Qualität. Von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu Kerle und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltgerät in Brattelen.